Wir sind unterwegs auf unserer Wanderung durch Österreich im Sinne der Ökonomie der Menschlichkeit. Und die hat gestartet in Gumpolskirchen, die lebenswerte Gemeinde, wo man einfach schaut, dass man gemeinsam voranschreitet im Sinne der Ökonomie der Menschlichkeit, wirtschaftet im Sinne der Erde. Und da würde mich das jetzt interessieren, Bernhard, du bist ja hier in Wales, hast du deinen Permakulturgarten, das Waldgarteninstitut, beschäftigst dich schon viele, viele Jahre mit dem Thema Permakultur. Was kann eine Gemeinde von der Permakultur lernen und wie kann man sie da inspirieren? Ja, wichtig wäre einfach, die Bedürfnisse der Menschen vor Ort zu befriedigen. Das war eine ganz wichtige Sache, dass man alles schaut, einfach was braucht der Mensch und wo kriegt er das einfach im nächsten Umfeld her. Also nicht, dass man, so wie es halt heutzutage ist, alles von weit her holt, die Sachen, sondern wirklich im nähersten Umfeld abdeckt und dass man auch wieder die Leute miteinander in Gemeinschaft bringt. Ich meine, es gibt ja in der Permakultur gibt's Werkzeuge wie die Zonierung, dass man schaut, dass man die Fläche nach Häufigkeit der Besucher einteilt. Zone 1, Zone 2, Zone 3, so in die Richtung halt, und dann schaut man halt, wie kombiniert man das, oder auch, dass man einen Arbeitsfluss reinkriegt. Und das kann man im Kleinen eben in seinem Hausgarten machen, das kann man im Großen in seiner Landwirtschaft machen oder auch natürlich über die ganze Region eigentlich ausdehnen. Dass man die Region nach Zonen einteilt, weil ganz wichtig ist, auch Lebensmittel ist einfach Energieproduktion. Und dahingehend, es ist auch so natürlich, wenn jetzt Bio-Lebensmittel in Monokultur produziert werden, fällt ihnen auch einfach irgendwas. Mhm. Weil natürlich diese Flächen auch über Dauer einfach ausgelaugt werden. Und dahingehend ist es natürlich, dass man klarräumige Strukturen schafft und erstens, es wird der Landwirtschaft werden, wird die Energie ausgehen auf kurz oder lang, dieser großstrukturierten Landwirtschaft, wie wir es halt jetzt kennen, wird die Energie ausgehen und die Leute müssen beschäftigt sein. Sie brauchen eine sinnerfüllte Beschäftigung, die es natürlich nicht ausbeutet, die nicht einen Körper hinmacht. Und dahingehend muss man schauen, wie bringt man das zusammen. Und es gehört eben die Ernährung zurück zu den Menschen wieder. Die Leute müssen wieder einen Bezug haben. Und natürlich kehrt auch zurück die Energieversorgung vor Ort. Wir brauchen dezentrale Lösungen. Wir müssen schauen, dass wir Dörfer wieder unabhängig gestalten. Das ist auch das Problem heutzutage. Wir brauchen sie nur einen Bauernhof anschauen. Im Kleinen, was geschieht auf einem Bauernhof? Ein Bauernhof geht voll ein in irgendeine Spezialisierung. Entweder macht er heutzutage Getreide oder er macht Schweinemast, so ungefähr. Also bei uns da in der Umgebung. Und naja, wann was ist, in der Krise würde dann einer seine 400 Schweinel essen oder würde der andere seine, weiß nicht wie viele Tonnen, dann Mais essen. Es ist ja nicht lustig. Und vor allem, die haben keine Resilienz, weil was tust du mit 400 tote Schweinel? Hm. Das ist halt einfach. Und man muss schauen, dass man das wirklich kleinräumig wieder runterbricht. Ein Bauernhof muss mehr oder weniger in erster Linie sich selbst versorgen. Wenn diese Versorgung gewährleistet ist, dann kann er nach außen produzieren. Und so müssen wir auch bei den Dörfern schauen. Dass man schaut einfach, dass man diese Dörfer wieder wirklich resilient gestaltet, eben widerstandsfähig dem gegenüber, was jetzt auf uns zukommt. Dass man so gestaltet, die Dörfer, und dass wirklich die Menschen in den Dörfern alles in der Nähe zur Verfügung haben. Und nicht das kommt. Also das ist keine Zukunft, dass ich sehe, dass ich mich bewaffnen muss, dass ich einfach meinen Besitz verteidigen muss. Also wir müssen die leider Vision geben und nicht Waffen. Mhm. Weil Waffen sind halt immer Gewalt da. Und Visionen beflügeln die Leute. Das war das Wichtigste. Und so müssen wir schauen, dass wir wirklich resiliente Dörfer gestalten. Lebensmittelversorgung zurück, Energieversorgung zurück, dass ein Austausch geschieht, Kultur wieder zurück in die Dörfer, dass Traditionen wieder gelebt werden, solche Sachen. Also einfach, dass die Leute zusammenkommen, dass sie irgendwo zusammenkommen können, dass sie an Feier zusammenkommen, ganz einfach, dass sie miteinander singen. Das ist einfach, singen beflügelt auch die Seele, das ist einfach, das sind Sachen, was gut tun. Also zusammenkommen mit anderen Leuten wieder und sich austauschen und miteinander Hände in den Boden reinkriegen. Das sind ganz wichtige Sachen, weil es soll nicht praktisch nur für einen Teil der Bevölkerung sein, das Lebensmittel produzieren für einen Großteil der Bevölkerung, sondern jeder soll einfach wirklich einen Beitrag leisten zu seiner Versorgung mit Lebensmitteln, mit gesunden Lebensmitteln, einfach, dass der Bezug auch da ist, dass man weiß wieder, wie es geht und nicht ja, sich außerhalb der Saison mit irgendwelchen Sachen ernährt, die was eigentlich wir nicht brauchen. Also
in eine positive Zukunft blicken. Das war das ist eine wunderschöne Vision. Ja. Danke Bernhard, dass du uns da dieses Konzept Permakultur näher gebracht hast und ich glaube, da waren sehr viele inspirierende Gedanken dabei und schauen wir, wie die Reise weitergeht. Das Leben ist ja auch immer wieder eine Wanderung und ein Weg und ich denke, dass wir noch viel gemeinsame Sachen machen werden und Menschen inspirieren werden. Ja, das glaube ich. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, genau.